Also ich glaube nicht, dass eines Tages irgendwie so ein KI-Overlord kommt und uns alle unterdrückt. Grundsätzlich ist eine KI immer so mächtig, wie man sie programmiert, wie man sie entwickeln lassen möchte. Ein Mensch ist faul, ist bequem und da ist künstliche Intelligenz ein guter Weg, ein gutes Werkzeug, um einfach und bequem zu leben. Kann künstliche Intelligenz in Zukunft menschliche Richterinnen oder menschliche Richter ersetzen? Ja, mein Name ist Christoph Lehmann und ich bin tätig hier an der TU Dresden, speziell im Kompetenzzentrum für Big Data und künstliche Intelligenz. My name is Ivo. I do research on artificial intelligence for wireless communications. My name is Nerenga Yerenaite and I'm a research associate at SCADS AI. Mein Name ist Anne-Laura Rönsberg und ich bin Professorin am Institut für Internationales Recht, geistiges Eigentum und Technikrecht. Hallo, ich bin Hermann Diebel Fischer. Ich arbeite am SCADS und beschäftige mich dort mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Hallo, ich bin Sebastian Ebert. Ich bin Doktorand am Lehrstuhl für Softwaretechnologie. Ich bin Stefanie Speidel. Ich bin vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Dresden, außerdem im Exzellenzcluster CETI und im Else-Kröne-Fresenius-Zentrum für digitale Gesundheit tätig. Should we be afraid of AI taking control? No, not at all. At least not for now. Müssen wir Angst davor haben? Wollen wir Angst davor haben? Nein, ich würde sagen, wir müssen da eigentlich keine Angst vor haben, wenn wir es richtig angehen. Grundsätzlich ist eine KI immer so mächtig, wie man sie programmiert, wie man sie entwickeln lassen möchte. Wir sollten, wenn dann, Angst haben vor Leuten, die versuchen, sowas umzusetzen und die vor allen Dingen wenig oder keine Kompetenz dafür haben und wenig Verständnis. Soweit ich das als Juristin beurteilen kann, steht die Machtübernahme der KI nicht bevor und ist auch nicht zu befürchten. Aber natürlich gibt es eben das eine oder andere Risiko, wenn wir an autonome Fahrzeuge denken, die auch Unfälle verursachen oder zum Beispiel Diskriminierungsrisiken. Und da brauchen wir natürlich Regeln, die sich die Gesellschaft selbst setzt. Warum versuchen wir überhaupt, künstliche Intelligenz zu erschaffen? Um es das Leben möglichst einfach zu machen. Ein Mensch ist faul, ist bequem und da ist künstliche Intelligenz ein guter Weg, ein gutes Werkzeug, um einfach und bequem zu leben. Artificial intelligence is a tool. It comes in where humans lack speed or efficiency or accuracy. Künstliche Intelligenz ist vor allen Dingen für uns die Triebfeder, den menschlichen Verstand zu erweitern und dadurch Dinge zu schaffen, die wir selbst als Menschen nicht in der Lage sind mehr. Wie wird KI unser Leben in Zukunft verändern? Ich denke, dass in der Medizin KI ein großes Potenzial bietet, um die Therapie zu verbessern, also letztendlich Handlungsempfehlungen zu geben. Ich glaube schon, dass KI schon jetzt in unserem Alltag viel präsenter ist, als wir das so wahrnehmen, wenn man an Suchmaschinenalgorithmen denkt oder an Navigationsgeräte. Es werden viele kleine Produkte sein, die an den ganz verschiedenen Stellen dafür sorgen, dass Prozesse einfacher oder effizienter ablaufen. Das Problem wird sein, dass sie unser Leben vielleicht zu einfach machen wird. Das heißt, dass wir uns zu stark vielleicht auf sie verlassen. Wird KI uns Menschen eigentlich ersetzen? Sie wird uns auf jeden Fall in einigen Bereichen ersetzen. Wenn wir zum Beispiel in Richtung Flugleitsysteme denken an der Stelle, ist es klar, dass eine künstliche Intelligenz früher oder später das einfach viel besser machen kann. Aber unser Ziel ist nicht, den Chirurgen oder die Chirurgin während der Operation zu ersetzen, sondern zu unterstützen. Es ist zum Beispiel auch eine große Diskussion zurzeit, ob künstliche Intelligenz in Zukunft menschliche Richterinnen oder menschliche Richter ersetzen kann. Aber ich glaube, dass es eine ganz grundlegende gesellschaftliche, moralisch-ethische Frage ist, ob wir es denn hinnehmen würden, dass eine nichtmenschliche Entität, eine KI, über menschliche Schicksale entscheidet. Das sehe ich tatsächlich nicht so, dass das kommen wird. Who bears responsibility if AI makes mistakes? Well, I think the designer, of course, takes responsibility. Ich bin kein Jurist, ich würde aber sagen, dass diejenigen, die der Meinung sind, dass ein Produkt in der Gesellschaft eingesetzt werden soll, letztlich auch dafür verantwortlich zeichnen müssen, dass das nicht schief geht. Und wie viele der damit verbundenen Risiken bürdet man dann Einzelnen, den Entwicklern, den Nutzern auf? Und wie viel sind auch wir als Gesellschaft bereit, zu kollektivieren, allgemein zu tragen? Es ist unsere Pflicht als Gesellschaft, bevor wir solche Dinge in Anwendung bringen, bevor wir solche Wege gehen, einen Diskurs zu führen, ob wir das wollen, uns über die Folgen klar zu werden und vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, wie wollen wir mit den Folgen umgehen. Ist künstliche Intelligenz bald schon klüger als menschliche Intelligenz?
Ob künstliche Intelligenz klüger ist als menschliche Intelligenz, das hängt natürlich sehr davon ab, was man als Klugheit und als Intelligenz bezeichnet. Kann eine künstliche Intelligenz, die wir einsetzen, wesentlich besser rechnen, wesentlich effizienter Muster erkennen, Dinge sehen, die wir vielleicht so nie sehen würden, dann würde ich sagen, ja, da ist sie besser als der Mensch. Aber wenn es dann stärker in den kreativen Bereich reingeht, wo Emotionen dazukommen, wo Sprache dazukommt, da möchte ich mich nicht zu weit rauslehnen, ob uns künstliche Intelligenz da wirklich jemals überlegen sein kann. Artificial intelligence is not the same thing as human intelligence, and when we talk about artificial intelligence, we're talking about basically neural networks, but they don't do the same things and they don't learn in the same way humans learn. So it's humans mimicking their own intelligence and decision making to just increase efficiency and speed. Aber Intelligenz beinhaltet ja noch ganz andere Aspekte. Ich würde eher von einer technischen Intelligenz sprechen und nicht von einer menschlichen Intelligenz. Ich hoffe, Ihnen hat das Video zu künstlicher Intelligenz gefallen. Und wenn Sie jetzt noch mehr Videos der TU Dresden sehen wollen, dann haben Sie hier Gelegenheit dazu in der ersten Folge der Sitzgelegenheit mit Dresdner Medizinstudierenden. Und dort finden Sie die gute Frage, wie unser Schicksal mit den Bienen verbunden ist.